Ja, wieder. Guten Abend zusammen. Und ja, wieder, weil ich hatte gestern leider mein privates Spiel weitergespielt und dann den Speicher schon überschrieben. Das heißt, also ich habe es noch rechtzeitig gemerkt. Das heißt, ich konnte jetzt ein Autosave laden von kurz vorm Ende des Streams gestern. Aber wir sind halt noch hier oben in dem Kannibalendorf und nicht. Ich glaube, wir hatten hier unten irgendwo aufgehört. Oder ich wollte zumindest da unten hingehen. Also es sollten nur so 5 Minuten oder 10 Minuten fehlen. Aber entsprechend müssten wir nochmal hier zu Ende schlafen, weil unsere Truppe nicht ganz hochgeheilt ist. Wenn die Kannibalen uns denn schlafen lassen, ist ja schließlich deren Zuhause hier. Da humpelt einer uns entgegen, aber ich denke nicht, dass er schnell genug ist, irgendeinen Schlafenden mitzunehmen. Nee, können wir, glaube ich, ignorieren. Also ja, hier hin. Jeder, der angeschlagen ist, legt sich bitte hin. Auch wenn es so eine kleine Wunde ist, der Weg nach Hause ist lang und wir wissen nicht, was uns da noch so erwartet. Oh, Stay erfasst, hast du das Stay erfasst? Ja, okay, das kann ich ignorieren. Jallen muss auf jeden Fall pennen. Wing Wang. Oh, Shrike auch. Du. Und Fade. So, der Rest von euch stellt sich mal hier so hin, weil ich denke, wenn Kannibalen kommen sie von der Richtung, weil dann hier irgendwelche aufstehen, die nicht ganz tot waren. Ja. Für diejenigen, die letztes Mal nicht dabei waren, die letzten drei Videos, also der ganze Stream von gestern Abend, hieß ja Ausflug in den Norden und sowas in der Richtung. Und da sind wir halt auch hingereist. Einfach nur, um hier ein bisschen Ruinen zu plündern und ein, zwei interessante Events zu finden hier zum Beispiel. Dabei haben wir aber halt auch ein Kannibalendorf hier gefunden. Das da ist kein Kannibalendorf. Das war vor ziemlich Rebellenbauern. Genau. Das ist das Hauptquartier quasi der Rebellenbauern, was wir auch wahrscheinlich locker aufmischen könnten. Vorsicht, kamen gestern dann nicht von unten zwei Gruppen? Ja, haben wir ein Auge drauf. Bleibt dann vielleicht mal ein bisschen länger bei der Truppe. Lass mal einen Ticken schneller laufen. Und wenn. Hier, nehmen wir Henbu als Ben. Hi. Hast du Hunger? Ja, warte. Oder kommt noch einer. Okay. Gero, kümmere dich um den. Gwenlin, kümmere dich um den. Ja, okay. Der Rest kommt schummeln. Will mal ein schönes 1 zu 1 Duell machen gegen irgendwelche Kannibalen und dann hauen da gleich alle rauf. Ja, also wir sind Richtung Norden, haben uns umgeguckt. Es sind sehr, sehr gute Gebiete, was Stats angeht. Bam! Also ja, es gibt ja so ein kleines Problem mit Menschenfressern, die wahrscheinlich recht nervig werden würden, wenn alle 5 Minuten Angriff kommt. Andererseits wäre es eine gute Eisenquelle. Es gibt keinen Kupfer hier, das ist ein Nachteil, ja. Und es ist halt am ADW. Das heißt, mal kurz eben in ein Dorf was verkaufen geht halt nicht. Deswegen war gestern Abend gegen Ende des Streams mein Gedanke, dass wir. Okay, das ist ein Schwarmdorf, aber das ist mir trotzdem zu weit weg. Ich will ja auch irgendwann die Heilige Nation angreifen. Das heißt, hier in dem Gebiet oder da an der Küste wäre schon schicker. Das heißt, ausruhen, gucken, dass alle soweit fit sind und dann geht es runter hier abchecken, ob da die Stats von den Gebieten aus. Hi. Alle angreifen. Ihr seid die guten Kannibalen. Also die stärkeren Kannibalen. Also ich sehe das fehlende Kupfer als größtes Problem, sagt sie darum. Ich nicht. Dann schicken wir einmal ein Lasttier mit 10 Rucksäcken in irgendeine Stadt und kaufen da regelmäßig Kupfer auf und schicken das Tier dann wieder zurück. Oder tragen das Tier oder wie auch immer. Das passt schon irgendwie. Und sonst kaufen wir einfach die Sachen, die daraus hergestellt werden aus Kupfer, also die Elektrokomponenten. Und da ist noch ein Trupp Kannibalen. Auch wieder gute. Das könnte jetzt sogar mal spannend werden. Ich denke, wir werden gleich nochmal schlafen müssen. Ja, ist auch gut, was rot was hochploppt. Aber ich denke, grün überwiegt immer noch. Kommt da gerade noch ein Trupp? Alter Schwede. Ja, wir dürfen nicht verlieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt hier bei den Kannibalen. Wenn wir hier verlieren, ist es ähnlich wie beim Schwarm. Ist keiner down, das ist gut. Aber ganz viele von den Kannibalen.
passt also, es passt. Wird super anstrengend, gleich hier zu schlafen. Weil halt immer wieder irgendeiner von denen aufsteht. Okay, Miau ist kurzfristig down. Und wird weggetragen. Ist? Ach, wird festgemacht. Ja, das ist okay. Das können wir später auch mal erst hauen. Miau ist eh down. Das ist mir auf jeden Fall lieber, als wenn er jetzt irgendwie wegläuft. Hinterherlaufen ist schwierig bei nackigen Leuten. Die sind recht flott. So, ganz viele Leute auf dem Boden. Knack mal Schloss. Bembel sagt gerade, falls jemand Interesse hat, ein offizieller Keyseller verkauft im Flash Sale Kenshi mit 40% Rabatt. Circa 16%, solange der Vorrat 16 Euro, solange der Vorrat reicht. Oh, das geht doch gut. Wo man bei Keysellern halt vorsichtig sein sollte, wenn man die Entwickler wirklich unterstützen will, sollte man nicht von Keyseller-Seiten kaufen. Wenn man natürlich selber wenig Geld hat, dann habe ich auch kein Problem, sowas zu unterstützen. Aber wenn man das Geld über hätte, dann sollte man schon den vollen Preis zahlen, damit die Entwickler dann mehr davon abbekommen. Und dann halt auch mehr Content produzieren können. Das ist ja auch, ne? Eigennützig. So, miau. Miau, flieh. Geh schlafen. Ich denke, jetzt müssten eigentlich alle sich schlafen legen. Aber das machen wir mal in Schichten. Der Rest prügelt die nieder, die wieder aufstehen. Nicht alleine rumlaufen, Gwendolyn, eigentlich. Ja, Bömmel, kannst du ruhig machen. Ich hoffe, es ist nicht G2A. Die sind doof. Ihr solltet schon angreifen, sonst schleppen die gleich jemanden weg. Ja, Tirik. Hatte ich erwähnt, dass es hier nervig werden könnte? Helft mir! Ja, stell dich nicht so an. Wir holen dich da gleich runter. Schmeiße die Kannibalen in die Käfige. Den vollen Käfig kann man nicht weiter füllen. Mehrfache Probleme. Erstmal müsst ihr denn die 40 Leichen hier checken, welche davon Leichen sind und welche nicht. Dann, wenn ich die Käfige und Stangen alle fülle mit Kannibalen, dann laufen die Kannibalen mit unseren schlafenden Leuten nicht mehr zu den Käfigen und zu den Stangen, wo ich meine Leute schnell wieder abholen kann, sondern sie laufen mit denen einfach nur weg. Und dann müsste ich halt denen hinterherlaufen und laufe in die nächste Kannibalentruppe. Also ne. Das löst dann eventuell wieder einen Spawn von einem Oberkannibalen aus. Ja, ich habe echt noch Flashbacks von der Geschichte da beim Schwarm. Kannst hier viel Geld verdienen, haben sie gesagt. Einfach nur mal da an die Poles was ranhängen, haben sie gesagt. Habe ich gemacht. Und dann ging die Welt unter. So, Wing Wang. Befreie den da. Also da. Das sind auch nur die drei, die gefangen wurden. Okay, der Rest bandagiert bitte. Prügelt irgendwelche Kannibalen. Freilassen. Dieses dramatische Geräusch. Vielleicht wäre ein Fernkampfwaffen doch keine so schlechte Idee. Materials Trader auf dem Weg nach Kulit. So, ihr dürft wieder. I see you. Oh, Terry ist noch angebunden. Das Ehre-System in Kenshi ist ja interessant, kann man es auch mal nennen. Also, dass sie keine Leute angreifen, die auf dem Boden liegen und so ein Krams. Aber bei den Kannibalen könnte man eine echte Ausnahme machen. Genau, Schloss knacken.
Wer ist noch fest? Du da. Freilassen. Dramatic. Schloss knacken. Wer fehlt noch? Tirig und Hesrick. Hesrick ist hier hinten. Irgendeiner von euch wird auch schlafen müssen, oder? Ja, hinter. Sonst kommen wir hier nie weg. Den da. Miau. Jetzt kriegen schon mal alle Skillgain für Schlösserknacken. Und ich denke mal, das Skillgain in hier Nahkampfangriff sollte auch einigermaßen hochgehen. Vollpatsch meint, die Gegend wäre mir ja echt zu stressig zum Siedeln. Da darf man seine Basis ja keine Sekunde aus den Augen lassen. Ja, das stimmt. Das ist echt super nervig. Das Spiel scheint mir echt so ein Prophet läuft durch die Wüste mit seinem Volk Spiel zu sein. Also auch in meinem privaten Spiel mache ich nichts anderes, als immer wieder eine Basis aufzubauen, dann unzufrieden mit der Basis zu sein und ein neues Gebiet zu suchen, wo man eine Basis aufbauen könnte. Und immer wieder enttäuscht zu werden, dass in dem Gebiet dann doch irgendwas faul ist. Also, wer fehlt noch? Nein, lass es nicht hinlegen. Diesen noch am Schlösser knacken. Du bist frei, ne? Ja. Nee, befreie dich mal selber. Fliehen. Und mach mal eine Runde, ob hier noch irgendjemand auf dem Boden gerade rumsimuliert. Nichts, was sich bewegt und krabbelnder Form. Nö. Da ein Bett. Ja, also das Gebiet hier oben ist außer Frage. Ich habe keinen Bock, das immer wieder sowas zu haben. Alle halbe Stunde oder wie oft auch immer die kommen. Das heißt, unser Trupp ist weiter unterwegs. Aber es war eine interessante Erfahrung, auch mit dem Ziegenturm und so hier oben. Das ist okay. Wir haben auch schon viel Fleisch bekommen. Wir haben eins von diesen besonderen Forschungsbüchern bekommen. Ist alles gut. Wie verdammt schlecht ist dein Schlossknacken-Skill? Das heißt, Siedelideen hier oben sind vom Tisch. Nächster Halt wäre jetzt trotzdem hier unten. Vielleicht zählt das ja nicht mehr als Gebiet von denen. Und dann in der Stadt. Den ganzen Krams verkaufen, weil wir haben echt viel Krams dabei. Ihr beiden nochmal hier runter. So, wer hält Wache? Keiner. Wir spüren sie in den Knochen, wenn irgendwo jemand wach wird. Vom Feind. Oder auch nicht. Alle angreifen. Ist irgendwer weggelaufen? Nein. Wollen wir nicht vielleicht einfach nur weggehen? Und irgendwo anders schlafen? In der Bastion zum Beispiel. Es wird hier irgendwie nichts, glaube ich. Es sind auch wirklich alle da, ne? Wir haben nicht aus Versehen irgendwo einen vergessen. Ach, ist ein Gemetzelter. Kann es sein, dass die, die du befreist, kein geflohener Gefangenenflag haben? Der geflohene Gefangenenflag ist eh irrelevant. Ich kann mal gucken. Ne, Ashen hat immer noch ein Kopfgeld, aber hier. Mew zum Beispiel hat einen geflohenen Gefangenen-Tag, der ist gemeint. Wenn ich jetzt aber die Stadt verlasse, also das Gebiet, was vom Spiel aus noch zu der Stadt dazugehört, müsste der Tag eigentlich verschwinden. Es müsste eigentlich schon langsam reichen. Lauf in die richtige Richtung? Ja, so halbwegs.
So, miau, zack, kein geflohener Gefangener mehr. Trigore fragt: Gerugon, hast du in Kulit eigentlich noch die Ninjas vorm Tor liegen oder hattest du die im letzten Stream noch geplündert? Oh, das ist eine gute Frage. Klarer. Talana ist vor dem Tor ausgesperrt. Nee, habe ich nicht geplündert. Vielen Dank. Das ist. Oh. Okay, ich habe einen Teil anscheinend schon geplündert. Das ist nämlich echt viel Kohle. Wo ist meine Ramschkiste? Hatte ich hier eine Ramschkiste irgendwo gebaut? Lagerkisten. Und die müssen auch drinnen irgendwo sein. Ja, das ist. Wie doof ist das? Okay, da rein. So. Nö. Ich schicke Talana einfach passiv zu unserer Lieblingstaverne. Und lass sie dann nochmal hierher laufen. Da sollte nochmal ein Schwung rumliegen. Aber das kann sie allein machen, denn ich denke, den Trupp hier zu micromanagen ist wichtiger. Wo sind die Planeten? Da sind die Planeten, das heißt, da ist Norden. Ja, wir müssen also dahin. Und Schweber. Okay, ja, darauf da. Wird da irgendjemand getragen? Nein, okay, sehr gut. Sonst packt sie doch aufs Dach, wenn sie in Vanille nicht auf den Boden setzbar sind. Die Kiste? Stimmt, das können wir machen. Oh, jetzt ist Talana schon ruhig. Los, das ist in Ordnung. Das da müsste die Bastion sein. Von den Kannibalenjägern. Nein, nicht wirklich. Bist du Eisen? Das Plateau hier wäre zu klein, ne? Weiter, weiter weg. Alter, weg von den Kannibalen. Nächste Stadt. Das hier sind alles nur Ruinen. Das Ende der Welt ist schon Teil der Heiligen Nation. Wir sind allgemein hier auch schon ziemlich nah dran an der Heiligen Nation, glaube ich. Also es könnte gut sein, dass wenn wir hier siedeln, dass wir noch irgendwie Stress mit denen bekommen oder sogar Steuern an die zahlen müssten. Und diese ganze Gebetsgedönse, das wäre halt auch nicht so toll. Wir haben sich echt viel zu weit ausgebreitet, die Jungs. Nordküste. Ja, ich fühle mich gleich zu Hause. Schleswig-Holstein, Nordküste. Sehr gut. Das fängt sofort an zu regnen. So viele Ziegen? Nein, es sind Flussraptoren. Wir haben noch genug Essen, ne? Ja, mit Abstand. Es müsste nur mal gebraten werden, alles. Boah, wir haben definitiv genug Fleisch, okay. Also ja, das ist hier in diesem Gebiet. Ich denke mal, das wird das hier alles sein. Mindestens. Oder das hier so. Keine Ahnung. Hier gibt es auch Flussraptoren, also wird es auch zur Heiligen Nation gehören. Das heißt, wir kriegen Einnahmen. Steuereintreiber. Das da sieht schick aus. Dunkelfinger. Dunkelfinger ist denn jetzt wieder nicht Heilige Nation, richtig? Was ist denn hier so? Da oben drauf ist Eisen.
Da ist Eisen. Keine Fraktion. Müssen wir den ganzen Berg damit reinnehmen? Nee. Aber was ist denn hier mit? Radioaktiv, habe ich schon Kupfer gefunden habe. Nee, null Kupfer. Aber wie gesagt, das, ich weiß, mehrere Leute haben damit ein Problem. Aber ich sehe das einfach nur als Herausforderung. Mir ist es einfach nur wichtig, dass ich erstmal alle Pflanzen anbauen kann. Und dass wir da nicht hunderte von Feldern anbauen müssen, sondern nur ein paar, weil sie halt wesentlich mehr Ausbeute haben. Und hier hätten wir mit 120 Wasser und 100 Fruchtbarkeit definitiv bessere Ausbeute. Und auch ganz viel Stein für noch schneller Baumaterial herstellen. Wobei meine. Ja, die Bäume sind doof. Gucken wir uns mal hier noch ein kleines bisschen mehr um. Hier wäre mehr Platz. Also das gesamte Ding. Das hätte sogar auch Eisen drin. Da. Max-Effizienz 180%. Was ist das da hinten? Auch Eisen, ne? Sieht schrottig aus. Also verrostet. Kupfer wenig so, das wäre grünlich. Ja, Eisenressource. Auf der Grenze zwischen zwei Biomensiedeln, da hat man Zugriff auf beide. Wenn das hier Dwarf Fortress wäre, würde ich dir absolut zustimmen. So bringt mir das aber nichts wirklich Vorteilhaftes, wenn ich einen Fuß unten in der Nordküste hätte. Weil hier sind die Stats besser. Und wir hätten eventuell auch Stress mit beiden Fraktionen, die das irgendwie für sich beanspruchen. Also ich denke, das hier oben wird zu den Kannibalen gehören. Das heißt, hier haben wir eventuell Stress mit den Kannibalen. Aber es ist an der Küste, also so viele Patrouillen kommen hier hoffentlich nicht vorbei. Weil halt nur von drei Seiten was kommen kann, statt von vier. Das wäre mein perfekter Platz, glaube ich. Schön planen. Und wir könnten das hier einbauen. Da könnten wir ein richtiges Viereck, ein riesiges Viereck hier hinbauen. Fuck. es ist schade. Also das zählt nicht mehr zu Dunkelfinger, die Küste. Die wollen wohl nicht, dass man auf Sand baut. Hm? Macht irgendwie Sinn. Oh, mehr Kämpfe vorne. Ja, Dürrer Kannibale. Setz mal hier. Lagerfeuer für ganz viel Fleisch und auch, dass ich weiß, dass das hier ein mögliches Gebiet ist für Siedlungen. Auch wenn ich gerade was anderes gesagt habe wegen Kannibalen, aber es ist halt echt so verlockend mit den ganzen guten Stats. Außerdem ändere ich ja eh immer meine Meinung. So. So, also meine Theorie ist halt, dass die Nordküste hier auch noch mit zur Heiligen Nation gehört, weil hier auch schon die Stadt von denen ist. Aber was ist denn mit dem Gebiet hier oben? Da könnte noch was anderes sein. Das heißt, unser Jagdtrupp tappert jetzt einfach mal da an der Küste lang und hofft einfach, dass da irgendwo eine Stadt ist, wo der ganze Krams verkauft werden kann. So, irgendjemand sollte auch mal looten wegen mit einem Rucksack idealerweise. Damit Tirik nicht wieder überladen wird. Was war das gerade? Ein einzelner Knochenhund. Materials Trader Kulin erreicht. Oh, Talana. Und den Trader ignoriere ich einfach bei Kulat. Der ist nicht so wichtig.
Hallo, ich habe da ein, zwei Sachen. Ich denke, deine 15.000 werden nicht reichen. Sag ich doch. Dann nimm. Stoff brauchten wir. Eisenplatten haben wir genug. Baumaterial haben wir genug. Cotton bringt uns leider nichts. Elektrokomponenten brauchen wir, glaube ich, noch. Bücher kann man immer ein paar gebrauchen. Kupfer für oben? Nein. Also ich habe das Gefühl, also ein richtiges Gefühl, dass du die Stadt da oben nicht finden willst, sagt sie Daro. Das ist auch so ein Gefühl, was mir gesagt hat, dass ich nicht in den Nebel gehen sollte und nicht in den Sumpf. Ah, dann wisst ihr, was ich jetzt leider tun muss, ne? Machst auch nochmal 13.000, sehr gut. Weg, 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 weg. Ein bisschen mal so ein Fleisch, weil ich nicht weiß, wie schnell die da Essen produzieren gerade. Ein paar von den guten Medkits so. Damit darfst du wieder nach Hause und dann gucke ich erstmal nicht wieder nach Hause hin, damit da nicht irgendwas passiert. So, die Feuer sind alle leer gefuttert. Dann geht es jetzt da lang weiter. Idealerweise schön nah am Wasser, dann kann ich eher sehen, wenn Truppen um mich rum sind. Dann muss ich halt nur auf eine Seite achten. Außer es gibt irgendwie Landhaie, die ja Probleme machen könnten. Also um richtig Zeit zu schinden, ne? Und denen auch Zeit zu geben, sich zu heilen, könnten wir auch einmal rumschwimmen. Aber, nee. Das will ich euch nicht antun. Selbst mit dreifacher Geschwindigkeit würde das viel zu lange dauern. So, hier ist wieder Nordküste, also vermutlich heiliges Land. Ist hier der Strand auch so komisch kaputt? Was ist das da? Plunderheim, Ninja. Was seid ihr denn wieder für welche? Im Rahmen gute Stats. Also Angriff sehr hoch, aber Verteidigung so wie gar keine. Seid ihr alle so? Ja, sehr gute Angriffsstats. So gut wie keine Verteidigung. 53 Geschick. Ganz kurz die Karte aufmachen. Jo. Also die Heilige Nation hat keine Küsten, wenn man Karten glauben kann. Also wenn ich einer der Anführer der Heiligen Nation wäre und ich hätte so ein ausgebreitetes Land wie die haben. Es ist ja quasi von hier bis daran, bis Teile davon noch. Wobei, nee, das ist glaube ich schon Scheck. Also das hier ist alles deren, wenn ich das so richtig verstanden habe. Dann würde ich auf jeden Fall den kleinen Durchbruch noch hier oben noch machen, um einen Zugang zum Meer sicherzustellen, um dann Schiffe bauen zu können und dann irgendwo, ne, noch kleine Kolonien zu gründen außerhalb oder zu plündern. Also es wäre taktisch sehr ungünstig, das nicht zu haben. Oh ja, gucken wir mal. Erstmal will ich wissen, ob man hier gut segeln kann. Oder ob das auch wieder so totes Land ist, einfach nur was im Wasser dran ist. Und die da könnte man angreifen, aber deren Angriffsstats würden wehtun. Ui. Also nicht so toll über den Kannibalen, ja. Aber drei oder fast viermal so gut wie da, wo wir jetzt sind. Durchbruch, sicher, ist ja nur ein Gebirge. Ah, da tunnelt man durch. Wozu hat man Sklaven? Du meinst das da? Ja, das sieht gebirgig aus. Also ich erinnere mich da an so eine Truppe, die hat eine ganze Wüste untertunnelt. Das hat auch nur einen Abend oder zwei gedauert. Das geht alles. Das sieht nochmal farbig anders an. Bist du wieder ein anderes Biom?
Village entdeckt. Village. Okay. Das sieht wieder besser aus. Okay, das eine Eisending da hinten ist halt ein bisschen mau. In der Richtung gehen wir mal gucken. Das müsste man dann, wenn, auch auf jeden Fall in die Grenzen mit einbauen. Ich denke, wir sind jetzt schon zu nah dran. An der Stadt da hinten. Ja. So, da vorbeigelaufen. War eben gerade ein grüner Punkt. So, wer prügelt sich da? Kannibalen mit hungrigen Banditen. Ja, kennt ihr das Spider-Man-Meme, wo die beiden Comic-Spider-Mans auf sich zeigen? Ja, was haben wir hier? Und Narben, Gris, Darkpaw und alle anderen, die inzwischen da sind. Wir tingeln gerade vom Kannibalendorf an der Küste rum und sind so halb auf der Ausschau nach möglichem Siedlungsgebiet und einfach nur nach neuen Ecken der Welt, die wir noch nicht kennen. Und ja, wenn hier irgendwo Eisen war, dann ist es super klein und ist gerade weggeglitscht. So, Stadt. Hoffentlich Stadt, wo man Sachen verkaufen kann. Es sieht nicht aus wie so ein Kannibalengebiet. Die haben kein Tor. Sehr unprofessionell. Moment mal, habe ich das vorhin richtig verstanden? Ich sag ja, die haben. Oh, es wäre doof, keine Werft oder sowas zu haben. Wobei das hier nicht sehr werftig aussieht, sondern irgendwie nur wie eine Fischerhütte. Aber müssen Sie denn anfangen? Genau. Habe ich es richtig verstanden, dass es nur wichtig ist, wo das Tor steht, in welchem Gebiet? Also, wenn wir gar kein Tor bauen, kommt keiner? Microwave sagt, ich habe immer gerne in der Nähe vom Sumpf gesiedelt. Nee, ich glaube, das haben recht viele Leute. Es gibt da wohl irgendeinen größeren Let's Player oder Streamer, der das gemacht hat. Und seitdem machen das recht viele. Ich weiß nicht. Also allein das wäre schon Grund für mich, es nicht zu tun. Weil ich ungern Sachen mache, die viele Leute machen. Und Tabok ist auch da. Hey ho. Du wirst mir immer noch nicht im Startstream angezeigt. Zumindest auf der ersten Seite. Da werde ich noch eine ganze Zeit lang nicht angezeigt werden. So, wen haben wir denn hier? Katz, Tod, Fischer. Eine Festung ganz nach meinem Geschmack. Wohngebiet klein. Wohngebiet. Wohngebiet. Hier ist kein Laden, oder? Doch da. Bar. Also die Art von Gebäude haben wir schon mal gesehen hier in Fort Simeon. Von den hungernden Banditen. Und keine Sorge, ich werde mir den Sumpf auf jeden Fall noch einmal angucken. Also allein, weil ich neugierig bin, ob da wirklich so viele Beak Things oder Schnabeldinger sind. Und auch wegen den Stats und allgemein so. Weil ich die ganze Welt hier sehen will. Also sie greifen uns aber schon mal nicht an. Also ich denke, wir können da rein. Angeln! Komm schon, ihr liebt Fisch. Was? Willst du mir eine Angel verkaufen? Ich suche Fisch. Eigentlich suche ich eher die 3000 Cuts, die du hast, weil ich würde dir gerne hier so eine Schlachtermesse anbieten. Haben da ein paar von. Du willst bestimmt ganz viele Schlachtermesser haben, oder? Ja. So, pleite. Ich kaufe keinen Fisch, danke. Noch jemand, der Fisch verkaufen möchte? Hi. Fisch. Jo. Wir haben es verstanden. Hier, nimm den Antifisch. Sonst kann auch noch alles weg. Was ist in dem Rucksack noch drin? Ein Verbandszeug, okay. Ich glaube, das war Ashlands Rucksack, oder? Ja. So. Pleite. Filetiermesser. Alles eine Frage des Marketings, Gerogon. Ja, sehr, sehr große, sehr handliche Filetiermesser.
Super. Mal gucken, ob hier vielleicht irgendein besonderer NPC drin ist. Wie soll man ruhig schlafen, wenn diese Kannibalen gleich hinter den Hügel lauern? Verständlich, verständlich. Da ist Pferd. Ist ein Typ mit Stacheln hinten am Kopf und Tentakeln am Kinn, der zur Fraktion Katzentod gehört, einen schrägen Helm auf dem Kopf hat und sie selber Pferd nennt. Den müssen wir rekrutieren, oder? Ich denke schon. Hört zu, Vagabund. Ich bin Schatzjäger und ich habe einen echt interessanten Hinweis zu einem Ort mit wertvoller Beute bekommen. Allerdings wurde meine Gruppe von diesen verfluchten Kannibalen erledigt und muss mich in dieser staubigen Stadt vor Langeweile erholen. Ich weiß, dass das ein Scheck ist. Ich kann mich täuschen, aber du siehst für mich wie ein Abenteurer aus. Also wir haben gerade einen Ziegenturm platt gemacht. Also wie wär's, wenn du meine Zeche in dieser Absteige zahlst und wir zusammenarbeiten und das beenden, was meine Truppe gemacht haben. Okay, wie hoch sind die Schulden? Das ist kein Problem. Blob. Danke, es wird sich für uns beide lohnen. Der Legende nach gibt es einen Turm aus Sand. Er liegt nördlich des Verstecks des bemalten Kannibalen und man kennt ihn an einem Vogelschwarm. Allerdings wird er von einer riesigen Bestie bewacht, die in seinem Inneren schlummert. Das ist der Ziegenturm, oder? Aggressive Mörder-Kannibalen-Ziegen. Marketing-Gero. Ja, ja. So, Pferd ist dabei. Pferd hat ein Pferdesäbel, was Sinn macht. Und er hat echt miese Stats. Kein Wunder, dass seine Gruppe gestorben ist. Wurde auf der Karte irgendwas markiert? Nö. Also im Norden der bemalten Kannibalen. Bemalte Kannibalen. Norden. Was ist der Ziegenturm? Haben wir eine Quest bekommen oder was? Gibt keine Quests. Dort gibt es jede Menge verlorene Technologien der Alten. Das hat mir ein Typ in der Bar erzählt. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob da Vögel über den Turm rumschwirren, aber wenn Ziegen da monatelang drin eingesperrt sind, wird es bestimmt stinken. Also vielleicht deswegen Vögel. Sollen wir jetzt mit Pferd nochmal dahin zurücklaufen? Das könnte irgendeinen interessanten Dialog triggern. Also es könnte sein, dass das linke Gebiet auch den Kannibalen gehört. Na gut, nehmen wir ihn erstmal mit. Gehen weiter am Strand entlang. Achso, wir haben noch nicht mit dem Barkeeper gesprochen. Hi. Irgendwelche Tipps aus der Region. Vorsicht mit dem bemalten Stamm. Die streifen außerhalb des Dorfes umher und greifen arme Reisende auf, die sich zu weit von der Stadt entfernen. Diese verfluchten Monster ernähren sich von ihresgleichen. Sie verspeisen ihre Opfer Stück für Stück, während sie sie in einer Höhle gefangen halten. Eine Höhle haben wir noch nicht gefunden bisher. Sei vorsichtig. Okay, handeln wir. Pause. Weg, weg. Ich glaube, wir sind bald durch mit Verkaufskram. Das machen wir gleich. Ich weiß noch nicht, warum er jetzt zwei davon dabei hatte. Sie. Aber so können wir Pferd gleich einheitlich ausrüsten. Also Gwendolyn. Das zu Pferd und das zu... Kein Platz. Ja, warte. Schon in seinem Einheitslook, zumindest was die Waffen angeht. So, wen haben wir hier noch? Ribs. Und ein Barfischer. Barfischer, Barfischer. Suman. Heuerst du an, Ödländer? Vielleicht, aber umso geheimnistuerisch. Wenn mein Bruder herausfindet, dass ich gehe, wirft er mich den Kannibalen zum Fraß vor. Da bin ich mir sicher. Wir haben den Fischereibetrieb unseres Vaters übernommen, also wird sie keine Kämpferin sein, oder? Hm.
Wir haben schon, als er von einem Jahr starb, aber heutzutage gibt es einfach nicht genug Fische, um davon leben zu können. Ja, hier will jeder Fische verkaufen, keiner will die haben. Das Geschäft ist tot, zusammen mit meinem Geruchssinn. Welche Fähigkeiten hast du? Ich war immer ziemlich gut mit meinen Händen, aber nie ein echter Fischer. Ich habe praktisch schon mit Blaupausen gearbeitet, bevor ich laufen konnte, also eine Forscherin. Nee, wir brauchen gerade nicht noch mehr Leute. Vor allem keine neuen Rekruten. Wir bräuchten besser mehr Rüstung und so. Nö, ein neuer Pferd. Mensch, Scheck, reicht uns. So, also wir halten uns nördlich, aber diesmal hier rum und nicht darum. Aber nur aus Neugier. Aber wenn es hier nicht. Noch ein Village entdeckt. Aber wenn es hier nicht ist, der Turm von ihm, dann bin ich fast versucht, nochmal komplett schnell dahin zu stiefeln. Ich glaube, das war. Das war bevor wir beim Kannibalendorf angekommen sind. Ich glaube, irgendwo hier. Oder da. Ja, einfach nur um zu gucken, ob das ein Dialog triggert. So einfach nur so ein WTF-Ziegen, weil er spricht halt von arkanen Schätzen, die da begraben sein sollen und riesigen Bestien. Und wenn es sich dann rausstellt, dass es Ziegen sind oder waren. Du hast jemanden in der Taverne vergessen. Oh. Rain wollte sich noch ein bisschen mehr besaufen. Da kommt sie. Die Scheckriesen aus Squin. Schön, wie jeder inzwischen eine Geschichte hat von uns. Und Geschichten zu erzählen, was da alles passiert ist. So, wer seid denn ihr? Ihr seid Kannibalen Jäger. Das sind quasi unsere Freunde. Was da befestigte Armbrust hier draußen? Ihr seid ganz schön paranoid. Aber die machen das richtig. Eigentlich sollten wir auch welche haben, die mit Armbrüsten schießen. Also gerade falls irgendwelche verwundeten Kannibalen aufstehen und schnell zu unseren Schlafenden laufen oder ähnliches. Da einmal kurz einen Bolzen reinjagen, geht wesentlich schneller, als die Kampfanimation abzuwarten. Also erst hinzulaufen und dann mit dem Schwert groß auszuholen, dass der Kannibale schon längst weg bevor. Und? Ja, lass mal gucken, wie gut die schießen können. Die schießen nicht auf den Hund. Okay. Das war aber kein Sandturm, oder? Sagt Denim. Hast du recht, ja. Das kann auch einfach eine Übertreibung gewesen sein. Vielleicht war er ja aus Sandstein. Das hört sich halt ein bisschen nach Seemannsgarn an. Das gehört immer schön weit gesponnen. Sonst wäre es ja langweilig. Das sind ja auch Kannibalenjäger und keine Hundefangjäger. Nee. Ja, trotzdem, mal wenn die sehen, dass da so ein Hund rumläuft und Probleme macht. Du bist Nomade, richtig? Feck. Feck der Nomade. Ignorieren wir. Aber wir können wieder eine Bodenprobe nehmen. Kupfer. Mahahaha. Okay. Ist das ein Plateau, wo man drauf kann? Schiegel mal kurz da hoch. Wer seid ihr? Berserker. Und recht guten Stats. Aber wir sind 10-mal so viele. Hallo, Zogmaf. Check. Das sind auch wieder Nucky Day, Leute. So halb. Mit großen Paddeln. Und ziemlich guten Stats. Seid ihr aggro? Es sind nur 4. Das sollte okay sein. Gucken wir mal, ob sie angreifen. Hattest du nicht mal eine Riesin, die so aussah? Ja, hier, Rain. Rain, die Riesin. Hat jetzt aber nur so ein Standardbewaffnungsding. Die wollen aber auch nicht reden. Es werden einfach nur Schecks sein, die auf der Suche sind nach uns. Okay, ich habe nichts gesagt. Die auf der Suche sind nach einem ehrbaren Kampf gegen irgendwelche Riesenbestien oder so, aber nö, es sind einfach nur wirklich Berserker, die alles angreifen.
Au. Oh, das wird nicht gut aus. Oh, das wird nicht gut ausgehen. Es wird gutes Regeln geben, aber es wird nicht gut ausgehen, was Schlafzeit und Ausruhzeit und sowas alles angeht. Noch ist keiner von uns down. Überall ist Blut. Den ganzen Flächenschaden. Zwei von uns sind down. Den ist down, gleich entwaffnen. Paddel wegnehmen. Yeah. Brauche einen mit so einem. Passt das hier rein? Würde es passen, ja. Kiru, komm mal da runter. Kiru. So, Paddel mitnehmen. So, 1000 W, das können wir auch behalten. Das andere Zeugs. 243 und. Na komm. Mausert sich. Kein Platz? Achso. Das. Noch jemand im größeren Rucksack? Du. Stay fast, komm her. Wo ist die letzte Klinge? Hat Geo schon eingepackt oder wie? Dann nimm das bitte mit und das dahin, den Rock dahin. Und die restlichen am Boden sind uns. Es steht nur noch der da. Gut. So, wie sieht der Trupp denn aus? Brust minus 32. Ja, gut was abbekommen. Haben die irgendwie ein Kopfgeld drauf oder so? Nee, das sind einfach nur Berserker, die in der Wildnis rumlaufen. Da wird sich keiner drum scheren. Also wenn du locker Berserker weghauen kannst, kannst du sagen, ja, das passt, dass es nur 4 sind. Man sollte bei denen aufpassen, hatte mal eine 9er-Truppe von denen, war nicht schön. Ja, 9 hätten wir auch nicht geschafft. Also ich denke mal, selbst 6 hätten das Ganze schon wieder umgekippt. Weil der Flächenschaden von denen ist echt garstig. Einer von denen hat 5 oder 6 von uns auf einmal getroffen. Oh, ich wollte eigentlich auf den Hügel rauf gucken wegen Plateau und so. Da wäre Eisen, hier war irgendwo Kupfer. Da ist auch Eisen. Eisen, da hinten ist Kupfer. Fruchtbarkeit ist allerdings wieder nee. Ich schätze, das ist das Kannibalenversteck. Wir müssen nur nach Norden gehen, ohne von ihnen überrannt zu werden. Was? Wo ist das Kannibalenversteck? Was siehst du da gerade? Was ich nicht sehe. Und hier drauf einen Leuchtturm bauen. Der Schatz ist von einem Schwarm Vögel markiert. Können wir nicht übersehen. Das hat mir der Typ in der Bar jedenfalls gesagt. Ah, oh, das ist eine Challenge, die ich annehme. Ich kann vieles übersehen.
Ja, lauft mal alle zusammen. So, hier oben, was haben wir hier oben? Eisen, Kupfer, aber Fruchtbarkeit, nee. Aber doch nur hier oben, unten wäre es wieder besser. Stopp, was ist da? Hungrige Banditen. Ich will mich ungern jetzt noch mehr prügeln. Vögel. Wieso habe ich das Gefühl, dass es Schnabeldinger sind? Oh, das könnte gut angehen, ja. Schnabeldinger sind doof. Ja, hier ist wieder nichts. Nö, ich folge mal weiter. Da ist Eisen, Kleineisen. Nochmal. Das ist dasselbe Kleineisen, ne? Mit dreimal Eisen? Kannibalenebenen. Zu welcher Fraktion gehört das hier wohl? Moment, hast du das gesehen? Da vorne. Ich bin mir sicher, dass ich es gesehen habe. Was hast du gesehen, Junge? Bad stuff. Also ein Crash. Also warte. Can't you crash because you ran out of video memory? Ich denke nicht, Spiel. Kann ich bitte beenden? Kennt ihr es abgestürzt? Ja. Habe ich mitbekommen. Er hat den Crash kommen sehen. Mal gucken. So, Mods sind noch eingestellt. Also ich habe privat auch mal Kaisos und Nikos getestet, weil Genesis hat bei mir rumgesponnen. Meinen Spielstand quasi unspielbar gemacht, was ein bisschen nervig ist. Nekros ist richtig abgefahren, ist einfach nur 100-mal schwieriger. Ich weiß nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist zu spielen. Also ich habe eine Ziege angegriffen ganz am Anfang und die hat mich gewone-shottet. Ja, bleiben wir bei Vanilla. Also nicht nur gewone-shottet, sondern auch gleich Körperteile abgesprengt, mit einmal von der Ziege angestupst werden. Und Gegner mit 100 Stärke und 80 oder was Dexterity und so. Und, ist, naja. Und Kupfer waren nur noch 13 Cats wert, damit man damit ja kein Geld machen kann und so. Also falls ihr eine richtige Challenge braucht, das ist das Richtige. So, Autosave 2112, das ist doof. Das ist nämlich jetzt schon ein paar Minütchen her. Aber ich glaube, da habe ich eh nur geschwafelt, während die Leute gegen... Oh, ist er vielleicht vor den Berserkern? Nee. Das müsste genau nach dem Berserkern gewesen sein. Nee, ist er vor den Berserkern.